Alles klar, gut. Jetzt ist das, also, denke ich mal, wieder so ein kleines Tutorial, dass man jetzt so Damenkleider hat und oh yeah, oh, gehen wir galant, Alter. Seht euch nur an, wie der Arsch nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Oh la la, Hallöchen, Aveline. Oi, 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 oi. Move that ass. Okay, gut. Gott, ihr wisst ja, wie das endet, wenn ich einen weiblichen Charakter spiele. Das kann nicht gut gehen. Okay, gut, und ich laufe wieder voll am Ziel vorbei. Oh, wie schön dir die Treppe auch runterläuft. Ach, zum Verlieben. Direkt werden wir gesucht. Hui. Wir sind eine feine Dame. Das finde ich echt nice, das System, so mit den Verkleidungen. Das könnten sie vielleicht auch mal in den neuen Assassin's Creed Teil einführen. Das wäre echt nicht schlecht. Was ist das denn? Ui, Hallöchen. Hui, na du, deiner stattlichen Rüstung. Ach gut, was soll man das jetzt gebracht hat, den zu betören? Sein Herz ist schon mal gefüllt von Liebe. Ach, der folgt mir jetzt. Wie geil. Ist das so eine persönliche Wache von mir? Ist ja nice. Warte mal, jetzt greife ich mal jemanden an. Aus Spaß. Einfach mal erwürgen. Dir fällt das. Ja. Och. Och. Schätzchen, hast du da was gesehen, dass ich einen ermordet habe? Das tut mir aber leid. Ich verspreche dir, du darfst mich vernaschen. Dann mache ich das alles wieder gut. Ich find's echt genial. Ich erwürge einen. Erstmal die Wachen bemerken sich und der Typ, ja, du bleibst vor der Tür. Geil. Sklavenkleider auswählen, okay. In Reisekleider. So, auswählen. Bist du sicher, dass du diesen Gegenstand kaufen möchtest? Ich bin sicher. Reisekleider gekauft. Okay, super. Ach, Hallöchen, der wartet ja auch immer noch. Nein, ich will nicht rein. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich brauche hier nichts mehr. Gut, dann komm mit. Aus dem Weg. So, ne, den Schatzrück können wir uns nicht holen. Die Entfernung wird bald zu groß für die soziale Tarnung. Okay. So. Ja, ich laufe rückwärts, ne? Like a boss. Hier hat gerade so eine Frau gesagt, je ne sais pas. Ich weiß nicht, heißt das. Das ist halt Französisch. So. Hauptsache, ich habe echt so einen Lover jetzt an meiner Seite, der mich die ganze Zeit auf Schritt und Tritt verfolgt. Aveline, verspätet zum Essen und wieder Asphalt. Ich fürchte, du ruhst nicht genug. Oh, Papa. Ich komme zur Ruhe, wenn ich alt und grau bin. Wenn du so weitermachst, ist es bald soweit. Ah, ich fürchte, du schlägst mehr nach deinem Vater, als es einer Dame geziemt. Ein Apfel vom selben Baum. Übrigens, Monsieur Blanc erbittet deine Hilfe beim Lagerhaus. Ich vermute, dass er Arbeit für dich hat. Ist das alles, was er zu bieten hat? Ich dachte, bei so viel Aufmerksamkeit hielte er um deine Hand an. Wie auch immer. Es ist die Arbeit, die mich interessiert. Philipp. Oh, meine Güte. Bei diesem interessanten Gespräch habe ich doch gänzlich die Zeit vergessen. Wenn ihr mich entschuldigt. Guten Tag, Papa. So, er ist fort. Und ich sage dir, Aveline, ich habe mich um alles gekümmert. Deine Freundin ist nun sicher. Hast du noch mehr derlei Probleme? Zögere nicht, zu mir zu kommen. Okay. Gut, der Unterschlupf. Ja, eine schicke Bude, muss man sagen. Darin lässt sich leben. Animus, Erinnerungsnotizen. Nach dem Verschwinden ihrer Mutter wurde Aveline von Madeleine de Lisle großgezogen. Der Bund zwischen den beiden Frauen wuchs, als sie bemerkten, dass sie ähnliche Ansichten zur Sklaverei teilten. Okay, das ist natürlich cool. So, ach, Leertaste fortsetzen. Okay. Okay, so, was gibt's denn jetzt hier? Ein bisschen Charme kann Wunder wirken. Schon zweimal diesen Monat. Das Geschäft ist bereits schwer genug, ohne dass Lieferungen verschwinden. Eure Verärgerung ist nur verständlich, Monsieur. An eurer Stelle würde... Ach, mein Kater mal uns wieder, dieser Blöde. Der nervt mich in Aufnahmen. Mich nachforschen. Ich spreche umgehend mit Monsieur de Saint-Maxon. Herzlichen Dank, Monsieur Blanc. Immerhin weiß ich, dass ich mich stets auf euch verlassen kann. So, ich habe ihm jetzt einfach einen Latschen vor die Füße geworfen. Dann ist er schon abgehauen.
Ich weiß, Plemplin wird mich dafür jetzt wieder hassen, dass ich das gemacht habe, aber der kann einfach nicht abhauen. Und was? Oh, ich muss was machen. Ups. Gott, nee. Der Ke- Was jetzt? Okay. Geh ruhig weiter. Hör dir keinen Zwang an. Er geht weiter. Ich warte noch kurz. So, jetzt gehe ich auch weiter. Ui. Uiuiuiui. Schnell nach hier. Okay, er geht weiter. Mann, 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 der dreht sich aber echt oft um. So, hier setzen wir uns jetzt auch mal wieder hin. Weil es sich umdreht. Ja, da dreht er sich auch wieder um. So, nein, was? Okay, puh. Und diesen Grundschiff, von dem hat mich dann irgendwie erinnert. Die Fracht wurde von diesem Schiff gestohlen. Ich kann sie ebenso wenig wieder beschaffen wie du. Ja, Monsieur, das ist sehr beunruhigend. Ich, Nun, wozu würdet ihr denn raten? Ich weiß nicht. Also, ich kenne diesen Grundschirm einfach her. Der Kerl war so dreist, sich zu kleiden wie ich und meine Unterschrift zu fälschen. Ist das vorstellbar? Nein, Monsieur. Vorstellungskraft war nie meine starke Seite. Wenn es keine Umstände macht, kann ich eure Bücher sehen? Meine Bücher? Da frag mal lieber den Kapitän. Ist die Crew bestechlich? Ist der Kapitän nicht weniger korrupt? Okay, nun gut. Das Schiff, die Schiffwachen bestechen. Okay, machen wir das mal. Und ihr könnt mir mal sagen, ob ihr diesen Grund schon mal auch von irgendwem kennt und von welchem Film oder von welchem Spiel. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Würde mich mal echt interessieren. Neue Schuhe für meinen Sohn. Okay, Captain Dominique's Betören. Uiuiui, Hallöchen. Seid ihr der Kapitän dieses Schiffes? Sie. Kapitän Carlos Dominguez. Zu euren Diensten. Hallöchen. Kann ich euch unter vier Augen sprechen, Kapitän? Wer bin ich, so ein reizendes Wesen abzuweisen? Kommt. Okay. So, dann mal hier hoch. Wärt ihr so freundlich, mir zu verraten, was mit der Fracht von Monsieur de Saint-Maxent geschah? Warum wollt ihr das wissen? Ach, sorgt euch nicht, mein Engel. Die Fracht hat ihren vorgesehenen Empfänger längst erreicht. Lasst mich euch einschenken. Und behauptet nicht, dass dies nicht der beste Madeira ist, der je über eure himmlischen Lippen kam. Wenn ihr darauf besteht, Kapitän? Oh ja. Ihr findet keinen besseren Wein in der ganzen neuen Welt. Ich bin entzückt. Wahrlich. Gut. Ha! Und da sind wir wieder weg. Und mein Kater kam gerade zurück. Ich habe ihn nur angeguckt und er ist wieder weggegangen. Ja, okay, ich sollte vielleicht gleich mal wieder mit ihm schmusen nach der Aufnahme. Aber er nervt halt einfach in den Aufnahmen, wie er es gerade schon wieder tut. Er ist einfach Aufmerksamkeitsgestört. Also zu Assassin's Creed gehört mittlerweile auch echt mein Kater. Die Docks nahe den gestohlenen Gütern durchsuchen. Erinnerung beginnen. Okay, Adlerauge. Ah, okay, da sehe ich so... Was sind das, Fußspuren? Ach so, à la Batman jetzt Hinweise untersuchen. Okay. Ach ja, doch, das kennt. Ach ja, doch, das haben wir schon mal gemacht, glaube ich. Nach welchem Teil war das nochmal? Da haben wir auch so geguckt, wo der jemand lang gegangen ist. Obwohl, das war auch in Batman, da gab es das ja auch, das war echt nice. Da haben wir ja auch immer so die, wenn wir da die, sag ich mal, die, den Mord erneut abgespielt haben, habe ich ihn immer fünfmal durch die Wände krachen lassen, weil es so witzig aussah. Einmal drumherum gehen. Sieh mal an, du bist kein altes Waschwein. Nee, bin ich auch nicht. So, den betören wir doch mal. Hallöchen. So.
Schauen wir doch mal hier. Scheint was zu leuchten. So. Oh. Hauptsache, die interessiert das nicht, dass ich den gerade ausgenockt habe. Ich bin eine feine Dame, ich darf das ja. Aber ich frage mich eh, was so eine feine Dame hier in so einem Fischerbezirk macht. Also würde ich mich ja... Da könnte man sich ja schon mal wundern. Tänzchen, Mademoiselle. So. Gut, damit haben wir auch das auch durchsucht. Und gehen mal weiter. Maxon, die gute Nachricht überbringen. Okay. Wie die schreien, weil ich die einmal berühre. Oh! So, aber es ist echt, man muss sich daran wirklich gewöhnen, dass das Spiel, also, es ist wirklich leer, keine Frage, aber anders halt einfach. Es wird ruhig, es wirkt ruhiger. Man sieht das einfach in den Texturen und auch so, auch wie das gemacht ist, so von den, Missionen. Das ist ganz anders einfach. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber es ist, doch, es ist schon anders. So, hi. Ich bin unendlich dankbar für eure Hilfe, Mademoiselle de Grandprix. Aber wie habt ihr es... Ach, nicht wichtig. Nur bitte, richtet eurem Vater aus, dass er für all den Ärger einen stattlichen Rabatt erwarten darf. Okay, das wird unseren Papa doch sicherlich freuen. So, der Schlüssel zum Problem. Gut, hier ist die nächste Mission. Aber ich würde sagen... Ihr wartet jetzt mal kurz, weil ich schaue mal ganz schnell nach meinem Kater. Ich bin in, ja, ein paar Sekunden wieder da. Also ich lasse die Aufnahme einfach. Deswegen geduldet euch einfach mal 5 Sekunden. So, da bin ich auch zurück. Mein Kater wird sicherlich wieder nerven, aber das ist mir gerade relativ egal. Ich habe einfach nur kurz geguckt, wo er ist. Und der bin wieder friedlich gestimmt, damit er jetzt nicht das Gefühl hat, ich hasse ihn. Keine Sorgen machen, Monsieur. Die Fracht wird rechtzeitig ausgeliefert. Nun, ich nehme an, das verdanken wir St. Vinzenz. Oder vielleicht einem Schutzengel, Monsieur. Er maunzt weiter. Aveline. Sicher ist es nicht die Gesellschaft deines Vaters, die dich herführt. Ich werde euch beiden eure Privatsphäre lassen. Aveline, die Dokumente, die du an Bord jenes Schiffes fandest. Ich kenne einen der Namen. Rafael Joaquin de Ferrer. Ein Feind von uns. Ich weiß nicht, was er damit zu tun hat, aber ganz sicher ist es mehr als einfacher Diebstahl. Wie kann ich helfen? Einer von Agathes Dienstboten sagte uns, er würde heute an einer Abendveranstaltung im Hause des Gouverneurs teilnehmen. Ich werde mein schönstes Kleid tragen. Oder weniger. Ui. Keine Angst, Gerald. Ich werde ihn ganz bestimmt entlarven. In der Zwischenzeit könntest du dich doch mit dem Anwesen des Gouverneurs anfreunden. Vielleicht findest du einen diskreten Nebeneingang? Keine Angst, Gerald. Ich bereite mich gut vor. Eine Sache noch. Da steht ein kleines Haus zum Verkauf neben der Gouverneursvilla. Es wäre eine ideale Umkleidekammer, wenn es dir nichts ausmachte, es zu kaufen. Euer Wunsch ist mir Befehl, Monsieur Blanc. Ach, nun gut, mein Kater geht mir gerade echt auf die Nerven. Er gibt einfach nicht Ruhe. Also es nervt in so einer Aufnahme einfach immer. Aber ich glaube, euch scheint das ja nicht so viel auszumachen. Naja,
Auf jeden Fall, okay, gut. Dann machen wir das mal, dass wir uns diese Umkleide kaufen, weil da können wir uns dann halt immer wieder umziehen. Situationsbedingt, was wir halt benötigen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, wie das eingeführt wurde. So, das hier müsste die Umkleidekammer sein, oder? Ach nee, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Und einfach mal erledigen. Ach, hi. Die wollen jetzt echt eine feine Dame verprügeln. Hallo, ich bin eine feine Dame. Nice. Die schalt einfach Leute mit Waffen als Frau einfach so locker easy aus. Das ist so genial. Ach, ich habe doch versteckte Klingen, oder was? Schade, ich hätte keine eigentlich. Oh, anlegen, Feuer, Leertaste. Das ist irgendwie ziemlich geil. Dann kommt. So, der ist erledigt. Jetzt auch noch. Und der auch noch. Das ist schon geil, ich konnte nicht widerstehen. So, dann kaufen wir die Kammer doch mal. Die erste Umkleidekammer. Okay, so, dann ziehen wir uns mal um. Sklavenkleidung wieder anziehen. Nun gut. Machen wir das doch mal. Sklaven. So, einen Weg in die Villa finden. Ich meine, manche habe ich auch nur vermöbelt. Ach, hi. Ich würde mir mal gerne eigentlich so eine Waffe von denen schnappen, die ich mir so mitnehmen kann. Waffe fallen lassen einfach mal. So, gehen wir mal zu dem Anwesen der Villa. Ich meine, ich gehe einfach auf dem undiskreten Weg rein, würde ich sagen, oder? Ja, schubst mich ruhig zurück, du Otto. Ist okay, ich komme auch auf andere Wege da rein. Zumal ich eh nach da hinten muss. Okay, gut. Hallöchen, was willst du denn jetzt von mir? Ich meine, ist aber auch schon assi, was ich mache. Die kämpfen mit Fäusten, ich kämpfe mit versteckten Klingen. Ha, wie nice. Von der Wand abspringen mit den Zöten. Okay, die haben neue Kombos mit reingebracht. Finde ich echt nice. Ha, geile Sache. Und wie mir jetzt einfach schon so eine PS Vita-Importierung irgendwie mehr Spaß bereitet als die anderen Teile momentan. Als 3 und 4, aber das macht echt Fun. Also auch so die Kombos, die eingefügt haben, sind echt nicht schlecht. Also man sieht schon, dass manche gleich sind, man merkt aber auch, dass manche neu sind. Ui, 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 ui. So, stirb, Kartoffel. Ui, habt ihr das gerade gehört? Okay, den Butler verfolgen. Machen wir. Nur hier können wir natürlich keine Kurtisanen anheuern. Ich meine, nur als eine Frau, die sich Kurtisaninnen anheuert. Ja, das käme, glaube ich, was komisch. Es sei denn natürlich... Warum habe ich jetzt einen Besen in der Hand? Ich will nicht putzen. Wieso habe ich einen Besen in der Hand? Ich will den Besen wegtun. Wie komme ich jetzt eigentlich an denen vorbei? Also, einfach so. Ich will meinen Besen ablegen. Naja, ich verprügel die Leute mit einem Besen. Ah, Hilfe. Ich, Aveline, mit einem Besen bewaffnet. Ich bin zu stark für die Gegner. Ich habe einen Besen. Die Macht der Putzfrau. Genau, so nenne ich den Part. Hey, sofort stehen bleiben. Wo ist mein Besen? Besen. Nein, ich kann dich nicht mehr aufheben. Ui, ich sollte vielleicht weiter den verfolgen. Und nein, Leute, ich habe nichts genommen, dass ich so glücklich bin oder so lustig drauf. Ich bin einfach nur lustig drauf gerade. Denk daran, diese Waren am Südeingang abzuliefern. Gleich nach Sonnenuntergang. Hier, damit erhaltet ihr Zugang zur Küche. Okay. Den Schlüssel stehlen. Ja,
das war ja cool. Einfach mal alles gestohlen. Okay. Das ist natürlich nice. Okay. Ah, was gibt's denn hier eigentlich? Ein Schneiderladen. So, interagieren. Möchte ich mal reingehen, mal gucken, was es da so gibt. Beutel aufrüsten, Assassinenkleider, Damenkleider, Sklavenkleider. Ach so, nice. Sklavenkleider. Ach so, gibt's wahrscheinlich unterschiedliche. Verkleidung Dienstmarkt, Verkleidung Kindermädchen, Verkleidung Gärtnerin. Okay, interessiert mich gerade nicht. Ich glaube, die Währung nennt man hier auch Eku oder E, also es ist ein E-Apostroph, C-U, Eku, E-Zu, ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube Eku, Eku oder so, keine Ahnung. Ich bin gar nicht sicher, Damenkleider, gibt es einmal die hier, einmal das, das sieht wie immer gleich aus, nur in einer anderen Farbe. Oh, das sieht nice aus. Das Weiß-Rote oder das Schwarz-Rote? Gucken wir mal, Assassinenkleider. Oh, nice. Piratenschwarz sieht natürlich mal wieder mega cool aus. Elfenbein auch, muss ich sagen. Und Nachtschrat sieht auch cool aus. Okay, aber ich überlege gerade, ob ich mir nicht direkt das hole, das Piratenschwarz. Das sieht schon cool aus. Oder das Elfenbein. Hier sieht auch nicht schlecht aus. Elfenbein, also alles was farbenvoll, eher so was dunkel. Ich weiß nicht, halt, da sie auch einen dunkleren Turn von der Hautfarbe hat, würde das besser passen, aber naja, ich liebe einfach dieses Piratenschwarz. Auswählen. Ich kaufe mir es jetzt einfach mal. So, Hüte, okay. Ach nice, ein Assassin, ja, auf jeden Fall. Das wird gleich viel cooler, wenn wir das haben. Ich finde den Hut zwar, sieht zwar nice aus, aber ich weiß nicht. Also, kann ich mich mit anderen Sachen mehr anfreunden. Beutel aufrüsten, kleiner Patronenbeutel ist das einzige. Kaufen wir auch mal. So. Wir haben ja momentan eh noch keine Pistole, aber ist ja nicht so schlimm. Gut, das heißt, wenn wir wahrscheinlich unsere Assassinenkleidung, die wir jetzt anziehen, haben wir das dann. Oh nein, ich wurde schon wieder entdeckt. Und hier ist einfach ein... hi. So. Also mit dem Walljump, das fand ich eben echt nice. So, komm mal her. Gut, entwaffnen kann ich die, glaube ich, wieder mit Leertasten, ne? Ah, nee, die blockt das sogar. Oh, nice. Okay, das kennen wir schon von Connor. Und dass es bei Connor besser aussieht, weil die Umsetzung cooler ist. So. Oh, scheiße. Verdammt. Uiuiui. Ah, okay, gut, wir müssen kontern und... Also, wenn der angreift, dann müssen wir kontern und dann können wir den entwaffnen. Okay, plündern wir die mal. Um mal zu schauen, was die so bei sich haben. Geld, 32, Munition. Weitere plündern. Aber ich will mal erstmal so einen Steckbrief abreißen. Damit ich wieder ein bisschen synchron werde. Das wäre irgendwie mal ganz cool. Schauen wir mal. So, ich glaube, hier müsste noch so ein Steckbrief. Verdammt, warum greift mich hier jeder an? Immer direkt. Na okay, meine Bekanntheitsgrad ist ja auch ein wenig hoch. Ach nein, der Typ läuft dann immer weg. Ach so, jetzt sehe ich das gerade da hinten. Der läuft weg. Ah, okay, ich verstehe. Ich verfolge den mal. Oder nicht, ich gehe zu dem anderen. Der bewegt sich wenigstens noch nicht. Vielleicht erwische ich den da direkt. Genau, wer von denen ist das denn jetzt? Ich glaube, der da, ne? Alter, haut mich doch nicht die ganze Zeit so. So, komm mal her, Kollege. Bleib stehen, wenn ich das sage. Nice. Sah zwar ein bisschen verbuggt aus, aber hey. Naja, lohnt sich nur nicht, wenn ich hier die ganze Zeit dann wieder gegen neue Leute kämpfen muss. So. Meine Güte, ich bin echt beliebt als Frau, muss ich sagen. Und die Männer sind auch echt geil, dass die einfach eine Frau zu fünft angreifen oder mehr. Ui. So.
So. Und wieder mir das Steckbrief-Tutorial anzeigt. Autsch, scheiße. So, und der auch noch. Und die schreien echt schon krass. Und jetzt ist meine... Also, ich wollte meine, sag ich mal, ist alles nur senken. Und ich habe es nur noch schlimmer gemacht. Also, ich bin schon gut. Oh, gut. Den direkt mal angreifen. Ja, dafür hänge ich. Geht klar. Autsch. So, geht doch. Gut. Dann back to the mission. So, die Villa als Dame oder Sklavin gekleidet betreten. Okay, Sklavin bin ich ja schon mal. Ja, es hat viel gebracht. Und wer schreit da eigentlich so? Ach, die synchronisiert, weil ich entdeckt wurde. Ha, läuft bei mir.